Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Higurashi. Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, wo wir hier überhaupt das letzte Mal stehen geblieben waren. Ich meine, wir waren mit Reyna zusammen auf diesem Schrottplatz und haben diesen komischen Colonel da befreit, diese komische Statue. Ich muss gerade gucken, ob alles läuft. Ja, es läuft alles. Wunderbar. Ich bin immer noch gespannt. Sie war da ja mit der Axt das letzte Mal. Und ich bin gespannt, ob hier die Entwickler von dem Spiel hier auch noch ein bisschen was einbauen, wo die Mädels, die verändern ja ihr Aussehen ein bisschen. Sprich, die Augen verändern sich immer, wenn die so ein bisschen so besessen werden. Ich hoffe, die Entwickler von dem Spiel bauen das auch noch ein bisschen ein, weil das fehlt mir bis jetzt, ehrlich gesagt. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, weil eventuell kommt ja auch noch was. Das Spiel geht ja auch, also beziehungsweise die Serie, die geht ja erst, also es geht ja erst richtig los eigentlich in der Mitte sozusagen. Am Anfang passiert da ja auch noch nicht viel, deswegen ich will da jetzt mal noch nicht so viel sagen. Was ist da auf meiner Kamera drauf? Was ist das? Oh. Das war ein kleines Staubkorn. Okay, entschuldigt bitte mein Aussehen heute. Meine Haare sind komplett wirr. Die waren bis gerade eben in einem Zopf den ganzen Tag bei der Arbeit und sehen jetzt dementsprechend auch aus, so in alle Richtungen. Ne? Dazu kommt, dass sie auch extrem elektrisieren. Ich weiß nicht, ob es irgendwer von vielleicht meinen weiblichen Zuschauern auch kennt. Bei diesen Kacktemperaturen ist das immer so ein Problem mit den Haaren, wenn die so fliegen von alleine. Es ist furchtbar. Okay. Ich würde sagen, wisst ihr, was mir das letzte Mal aufgefallen ist? Ich wollte das dann aber auch nicht in der Aufnahme noch machen, mittendrin. Ich weiß gar nicht, hier mit meiner Kamera, die ist ja so ein bisschen im Weg vom Text. Wartet mal. Ich werde mal kurz etwas probieren, ob mir das so gefällt. Wartet mal. Ich weiß nicht. Wartet mal. Ich will mal kurz gucken, ob das hier drüben stört. Nö. Oder? Ich glaube, hier drüben ist in Ordnung. Stört die da? Weil da drüben fangen halt die Sätze immer an und ich habe das beim letzten Mal extrem bemerkt, dass die da die halben Sätze überdeckt hat. Tut mir sehr leid, dass ich das jetzt erst gesehen habe, also bemerkt habe sozusagen. Es ist ja jetzt auch, glaube ich, schon die 13., 14. Folge von Higurashi. Super, dass ich es erst jetzt bemerke. Aber ich glaube, hier drüben ist es in Ordnung. Ich glaube, so weit sind die, gehen die... Die Sätze nicht. Okay, wir lassen es einfach mal hier drüben. So, jetzt geht's los. Was haben die hier? Die anderen haben mich gefragt, wie es war, weil wir zu Reyna nach Hause gegangen sind. War es nicht super atemberaubend? Und sie sagt jetzt, ach, es ist nicht so, wie es aussieht. Nur noch mal gucken, ob alles hier läuft. Tonspur ist an, Aufnahme ist an, Kamera ist an. Sehr gut. So, und die Ryugu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also der Nachname von Reyna, den ihr Haus ist nicht komplett neu oder erneuert worden. Oder es ist nicht komplett neu gebaut worden. Es ist einfach nur renoviert worden von einem älteren Gebäude. Das Haus an sich war in Ordnung. Problem was... Warte mal. Jetzt, wo ich hier wieder die einzelnen Wörter sehe, ich werde hier mal nebenbei... obwohl, ich könnte hier jetzt auch dank meines zweiten Bildschirms hier mal... das ist hier wieder sehr professionell. Ich habe nie gesagt, dass dieser Kanal professionell ist, ja? Also, nur mal so. Das ist, glaube ich, der Garten. Oder
gerade der Vorgarten. Warte. Warte, nur nochmal, um mich zu bestätigen. Hinter dem Haus. Der Garten hinter dem Haus. Alles klar. Da. Der Hinterhof, also der Garten hinterm Haus, wo normale Leute eigentlich nicht sehen, ist halt voll bepackt mit Raritäten. Wir wissen ja, dass Rena sehr gerne solche Figuren und alles Mögliche sammelt. Und dementsprechend, so sieht es halt bei denen auch aus. Ja, sie waren alle wie Colonel Sanders. Das Zeug, wo man halt auch in der Stadt sieht, während man da rumläuft. Jetzt frage ich mich natürlich, hat sie manche Sachen auch sogar vielleicht geklaut? Oder findet sie das wirklich alles immer auf diesem Schrottplatz? Wenn etwas halt nicht mehr gebraucht wird, werfen es die Leute meistens weg. Oh, das war ein Knopf zu viel. Das Maskottchen vom Kuchenladen, Lil Licky. Der Thor Dolmon. Was? Ich habe keinen Plan, was das hier ist. Warte. Thor Dolmon. Okay, es hat keine Bedeutung. Also ich schätze mal, das ist auch irgendwas... hier sowas wie ein Maskottchen ist. Es gibt ja Läden, die haben vorne dran irgendwelche bestimmten Sachen stehen. Ich schätze mal, hier Pharmacy ist, glaube ich, Apotheke. Sie hatte sogar diesen super coolen fliegenden Elefanten, der vor einem Store stand. Oder steht, stand. Abteilung, was? Okay, alles klar. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Oder ihr wisst, was das Spiel meint, sozusagen. Was ich meine, ich habe keinen Plan, was ich meine. Mailbox. Briefkasten. Ja, ich stimme dir zu, dass diese Sachen sehr süß sind, aber warum denn der Briefkasten? Wirst du dafür nicht in Schwierigkeiten kommen? Aber so süß, so cute. Ja, sie hat wohl gerade eben darüber tatsächlich nachgedacht, denn ihr Gesicht füllte sich mit... sie sah sehr glücklich aus. Ja, je größer, desto besser. Was? Das kann man jetzt aber auch sehr falsch verstehen, Rena. Und ihr Zimmer zeigt die kleinen Sachen. Das sagt sie hier jetzt. Ich hatte eine Chance, mir das hier alles vorher anzuschauen. Und die cuten Kids wie Rika-chan werden im Keller festgehalten oder weggesperrt. Ja, ich behalte alles. Das ist echt ein Problem, ey, glaube ich. Also sie bringt halt alles, ich muss immer hier rüber gucken, es ist jetzt gerade so seltsam, dass ich meine Kamera direkt hier sehe, auf der rechten Seite und nicht so rüber gucken muss. Sie nimmt alles mit zu sich nach Hause in ihr Nest, das sie mag. Mit keinen bösen Absichten eigentlich. Hey Rena, du weißt doch, du kennst doch bestimmt die Freiheitsstatue in New York, richtig? Ist die auch cute? Haha, ja, ich möchte sie haben. Ja, das ist aber
Das glaube ich nicht, dass du die kriegen wirst. Ja, die US-Regierung sollte wohl besser mit ein paar Sicherheitsmaßnahmen ankommen. Denn sonst ist die vielleicht gleich wirklich weg. Ja, genau. In der nicht allzu nahen Zukunft. Was? Hat Sinn gemacht? Alter, was war das für ein scheiß Ton? Der war voll laut. Mach mal Quicksave, so. Es tut mir sehr leid, dass ich euch hab warten lassen. Rika-chan kam zurück. Wo war sie denn? Ich hab's vergessen, wo sie war, ehrlich gesagt. okay. Es macht wirklich keinen Spaß, in den Mitarbeiterraum geholt zu werden. Habt ihr etwas gemacht in der Zwischenzeit? Ein Hoodlum? Was bitte ein Hoodlum? Au, Hut! Wie gemein! Haha, nichts dergleichen, Keiji-kun. Ah, okay. Rika-chan gehört zum Festival-Komitee, also die kümmert sich da wohl auch um gewisse Sachen für das bevorstehende Fest hier in dem Dorf. Hab ich hier eigentlich irgendwo... Mist. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hin hab. Brauche ich da eigentlich mal einen Lippenpflegestift? Doch dazu bräuchte ich eigentlich auch ein bisschen was zu trinken. Habe ich jetzt vor der Aufnahme wieder total vergessen, mir hier alles an die Seite zu holen. Ein Festival? Meint ihr dieses kulturelle Festival für die Schule oder sowas? Keichan. Ich habe es dir doch bereits erzählt. Es ist das Dorffest. Das Watanagashi-Fest. Ja, wenn ich so darüber nachdachte, hat sie tatsächlich sowas erwähnt. Dass während der nächsten Ferien, glaube ich, ist es hier in dem Zusammenhang, am Schrein ein Festival stattfinden wird. Also, worum geht's denn bei diesem Watanagashi-Fest? Ist es sowas wie dieses Festival, wo man die Laternen auf den... Ne, ihr wisst es ja. Ihr kennt bestimmt diese ganz schönen Bilder von so weißen Laternen, die man ins Wasser tut und die so wegtreiben. Wisst ihr, was ich meine? Hab ich gut erklärt, ne? Okay, ich denke mal, der letzte Part mit denen, wo du halt Sachen ins Wasser tust, ist, ja, das könnte so hinkommen. Okay, außer dass wir, ja, Baumwolle. Cotton ist doch Baumwolle, oder? Moment. Cotton ist, glaube ich, Baumwolle. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Oder Watte, so kann man es auch sagen. Ja, alte, benutzte Sachen, die wir halt nicht mehr brauchen. Hier vom Bett oder so. Padded Cloaks. Gepolsterte Tarnung? Okay, alles klar. Ihr werdet schon wissen, was ihr da schreibt. Ja, es ist sozusagen ein Fest, wo man halt sich bedankt beim ganzen Dorf, schätze ich mal, für den ganzen Service, den man über die Jahre bekommen hat. Okay. Die Leute, die also in Hinamizawa leben, werfen ihre alten, gebrauchten hier Bezüge und ihre... Gepolster oder ihre Polster in den Fluss.
Hört sich so an, als könnte man dafür in Schwierigkeiten kommen. Dafür wegen, ich schätze mal, wegen diesem Dammbau, wo da zeitweise mal war. Vielleicht sollten sie einfach Fische reinwerfen und einen Fischfangwettbewerb haben. Was? Juckt. Das ist das Sommercamp. Okay. Ja, das ist nur blödes Sommercamp-Gelaber. Ich hätte niemals gedacht, dass Keiji-sans hier da sein würden. Wie zum Teufel konntest du wissen, dass ich gerade an etwas Blödes denke? Es stand sozusagen alles in deinem Gesicht. Was für ein Gesichtsausdruck hätte das wohl sein können, um zu verdeutlichen, was ich gerade in meinem Kopf hatte. Ja, Rena hat es mir demonstriert. So sah es gerade aus. Okay, ich sehe. Also, ja, dagegen sage ich jetzt nichts weiter. Ich bin mal gespannt. Ohne jetzt hier zu spoilern, ne? Aber ich denke mal, jeder, der sich hier dieses Let's Play anguckt, wird auch wissen, dass hier diese junge Dame eine Zwillingsschwester hat. Ich bin mal gespannt, ob die hier auch noch auftauchen wird. Wenn überhaupt, dann schätze ich mal in Kapitel 2, glaube ich. Au! Jetzt habe ich das so sehen. Ich glaube, ist meine Nase ein bisschen rot? Ich habe mir nämlich gerade, als ich Feierabend hatte, habe ich mir ein neues Piercing gegönnt. Ja, ein Septum-Piercing. Das sieht man jetzt nicht, weil es in der Nase drin ist. Es ist hochgeklappt. Einfach, dass es besser abheilen kann, dass man nicht die ganze Zeit rumspielt, wisst ihr? Ja. Vielleicht wird man es in zukünftigen Let's Plays auch mal sehen, wenn es soweit ist, wenn es abgeheilt ist. Genau. Ja. Ja, also es ist nicht wirklich lustig, aber du solltest trotzdem dich freuen, dass es bald stattfinden wird. Warum? Dass dann wieder jemand ermordet wird? Lasst uns alle zusammen hingehen. Ich werde dich da an diesem Tag auch abholen kommen. Ja, ich bin nicht wirklich in der Stimmung, auf Festivals zu gehen, außer man fragt mich halt, ob ich mitgehen möchte. Ich würde bestimmt nicht gelangweilt werden, wenn ich mit den Mädels hier zusammen hingehen würde. Das glaube ich auch. Du wirst nicht gelangweilt sein. Wir machen dasselbe einfach dieses Jahr nochmal. Was nochmal? Worum ging es hier? Ja, die haben hier wohl auch so eine Tradition hier von dem Club. Von dem Club hier innerhalb. Ah! Gott! Alter! Mann! Das erschreckt mich immer voll. Diese Töne, ne? Das sind die miesesten Jumpscares überhaupt, ey. Das Watanagashi 4 Dämonen Feuer kämpfen? Das hört sich ja furchtbar an. Was für ein komischer Name ist das denn bitte? Ich denke, es ist ein cuter Name. Ja, ich habe versucht, darüber nachzudenken, aber als ich Rena so glücklich gesehen habe, dachte ich einfach, es war einfach sinnlos, darüber jetzt zu streiten.
Ja, weil Keiji auch da ist, werden es dieses Jahr 5 Dämonen werden. Ja, Rika-chan hat das hier ein bisschen korrigiert, weil sie ja vorher immer nur zu viert waren. Okay, das fragen wir jetzt wahrscheinlich. Wie integriert sich denn diese Club-Aktivität denn überhaupt in dieses Festival? Ohoho! Okay, in dieser Club-Aktivität beweist du halt dein Talent, was du jetzt durch diese täglichen Club-Aktivitäten dir angeeignet hast. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das bei uns was gibt. Oh, okay. Letztes Jahr wurde der Major. Ist das der Bürgermeister oder sowas? Warte. Mir ist gerade voll kalt. Ich habe voll die Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Ja, Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister wurde letztes Jahr sehr wütend. Warum auch immer, ehrlich gesagt, weil es sind nur kleine Mädchen, die einer Clubaktivität nachgehen. Wir müssen uns also dieses Jahr zusammenreißen, dass wir nicht irgendwelche Probleme bereiten. Warte. Was? Okay. Rika-chan ist wirklich die Einzige, die die Sachen so erklärt, dass sie auch Sinn ergeben. Okay, ja, also wir werden sozusagen dann einfach prahlen mit unserem Wissen oder was? Hä? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich kann mich jetzt gerade auch an die Serie nicht mehr erinnern, dass sie da irgendwie sowas gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist schon wieder so lange her, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Ich muss echt mal wieder anfangen. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob ich mir von der Serie wirklich alle DVDs hole. Also so wirklich. Weil es ist halt immer so schwer, finde ich, Animes irgendwie zu schauen. Also auf Netflix oder so gibt es... Also es gibt halt so diese neuen typischen, aber so die älteren Animes. Ne? Weil das ist jetzt auch nicht mehr der allerneueste. Es ist so schwer, die irgendwo zu gucken. Außer auf solchen Seiten, ne? Wisst ihr Bescheid? Okay. Ja, wir sollten besser kein Aufsehen erregen, dass der Bürgermeister wieder sauer wird auf uns. Ja, aber es macht eine Menge Spaß. Ja, das bezweifle ich überhaupt gar nicht. Ja, der Tag zu dem Festival, der rückte immer... Aua, rückte immer näher. Vielleicht... Ich hoffe, wir springen jetzt dann auch bald demnächst zum Festival, denn da passieren dann die richtig guten, richtig juicy Sachen. Okay, ja, wir beginnen jetzt einfach die Club-Aktivitäten für heute. Ja, wenn da viele Personen sind, viele Menschen, dann sind Kartenspiele eigentlich genau das Richtige und auch das Einfachste zum Spielen. Ja, wir spielen natürlich wieder mit diesen gezinkten Karten von diesen bösen, bösen Mädchen. Ach so, okay.
Wir nehmen ein neues Deck heute. Oh, schon wieder falscher Knopf. Okay. Also kein Geschummel dieses Mal. Ich frage mich, ob das wirklich auch so ist. Oder ob sie hier wieder alles gezinkt hat, ey. Blöde. Nein, ich mag dich. Mion, ich mag dich. Ja, wir werden sie natürlich vorher untersuchen. Naja, das war ja eigentlich nur fair. Nur um sicher zu gehen, schaute jeder nach den Karten, ob die wirklich nicht gezinkt waren. Okay, ja, die sahen halt in Ordnung aus. Seid ihr jetzt alle zufrieden? Okay, heute werden wir Präsident spielen. Das ist gut für 5 Personen. Okay. Ja, ein anderes Standard-Kartenspiel. Okay, der Erste, der alle Karten weg hat, der gewinnt halt. Okay, einfache Regeln. Man muss eine bessere Karte spielen als der vor dir eine gelegt hat. Okay. Okay, dadurch, dass es halt ein sehr bekanntes Spiel ist, gibt es auch ein paar Hausregeln. Der Name zum Beispiel, und da wo ich halt herkomme, haben wir es Millionär genannt. Okay, ich möchte vorher ein paar Dinge klären. Sind die Joker wild? Können wir ein Blabla mit 3 Dreiern machen? Zum Beispiel jetzt. Es gibt keine Joker und 2 ist das höchste. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was Reverse heißt. Bitte. Reverse. Oh, nein. Reverse. Gegenteil. Kehrseite. Okay, ist klar. Ja, und wir können... und das geht auch nur mit 4 von der gleichen Sorte, nicht mit 3. Weißt du denn auch, dass der Bauer eine gute Karte zum Präsidenten schickt? Okay, das gibt's auch nicht. Alles klar. Ich verstehe. Okay, während ich diese ganzen Regeln sagte, schaute mich Satoko sehr seltsam an. Ich hätte wohl besser ein bisschen mehr wie ein Amateur da spielen sollen. Und dabei kannte ich dieses Spiel eigentlich relativ gut. Es ist Präsident und es ist mit einem neuen Deck. Vielleicht könnte ich ja heute sogar gewinnen. Ah, okay. Was soll denn die Strafe für den... was sollte denn heute die Strafe sein? Für den Verlierer, schätze ich mal. Wie wäre es, wenn wir alle etwas aufschreiben auf ein Stück Papier und der Verlierer muss es malen? Lol. Oh ja, das hörte sich ziemlich interessant an.
Ja, ich werde etwas sehr Böses aufschreiben und Keiji-san wird es malen. Ja, das wollen wir ja noch sehen, ey. Naja, es wäre aber auch ziemlich blöd, wenn du etwas Böses schreibst und du müsstest es dann selbst malen. Ja. Dankeschön, Rena. Danke, dass du an mich glaubst. Verlier einfach nicht. Ich werde mal ganz kurz die Kamera ausblenden, denn ich muss mir jetzt mal ganz kurz einen Lippenpflegestift holen und auch etwas zu trinken, weil mein Hals ein bisschen kratzig ist. Okay, ich bin sofort wieder da. Einen Augenblick. Da wären wir wieder. Ah, jetzt steht hier alles bereit. So, ja. Außer, dass meine Haare jetzt wieder fliegen. Oh, ich hasse das, ey. Wirklich. Ich bin so aggressiv. So, ja. Mion verteilte die Stücke Papier zu jedem. Okay, schreibt etwas auf, was immer ihr wollt und tut es dann hier in diese Tasche rein. Wenn du verlierst, musst du deine Hand reinstecken und ein Stück Papier dann rausziehen. Und das muss dann gemalt werden. Oh je, oh je. Also gut, was könnte denn eine gute Bestrafung sein? Worst-Case-Szenario, also das Schlechteste, was passieren könnte, wäre das zu malen, was du geschrieben hast. Also du selbst. Ja, etwas zu Intensives, also etwas zu Böses, würde vielleicht sogar dein eigenes Grab sein, bedeuten. Okay, keine Strafe. Lasst uns einfach das von... Also, das ist halt nicht erlaubt, das aufzuschreiben. Keine Strafe. Ja, Rika-chan. Mion wollte genau das aufschreiben. Boah, wie gemein. Das ist so gemein, Mion. Aha. Sie hat also tatsächlich keine Strafe draufgeschrieben. Und sie hat auch ihr Stück Papier hier ein bisschen gefaltet, dass sie dann sieht, dass sie das ziehen kann. Boah, Mion. Verstehe. Nur für den Fall, falls du wirklich verlieren solltest, könntest du diese Notiz nehmen und wüsstest, dass du halt safe bist. Das war eine gute Idee. Das war aber auch wirklich sehr diabolisch. Eigentlich wie immer, Mion. Ja, Rika-chan ist, ja, hat's halt super gemacht, dass sie das gleich gesagt hat, als Idee oder als Vorschlag. Man sollte sie auch nicht unterschätzen, auch wenn sie nicht wirklich heraussticht. Sie ist sehr clever, das kleine Ding. Ja, an alle, bitte schreibt keine Strafen auf, die zu gemein sind, okay? Ja, keiner hat zugestimmt. Oh, wie gemein. Alle waren einfach total scheiße. Ist schon in Ordnung, Rina. Du darfst nur nicht verlieren.
Ich bin mal gespannt, was sie damit geschrieben hat. Ja, da stimme ich zu. Ich bin aber auch sehr neugierig, was denn Rinas Strafe überhaupt sein wird. Bin ich auch sehr gespannt. Ich bin eigentlich auf alle Strafen gespannt, was diese bösen, bösen Mädchen sich ausgedacht haben. Die sind ja wirklich sehr böse. Ja, ja, alle Strafen sind eigentlich gruselig. Ja, ich konnte mir immer noch keinen Reim drauf machen, was denn Rika-Chans Strafe zum Beispiel sein würde. Ja, die ist so, die sieht immer so süß aus und so nett und so lieb. Okay, du kannst es dir einfach eigentlich nicht leisten, dieses Spiel zu verlieren. Seid ihr alle bereit? Kommt jetzt wieder so ein hässlicher Ton. Okay, nee, nur wieder diese schnelle Musik. Okay, wir hatten einen guten Start. Wir hatten gute Karten. Okay, Rika-chan und Satoko haben auch anscheinend sehr gute Karten gehabt, denn sie haben immer gleich sofort gelegt. Und nur Rena und ich haben einen kurzen Moment drüber nachgedacht, was wir tun werden. Okay, Rena konnte sich tatsächlich wohl nicht entscheiden, was sie machen wollen würde, tun. aber ich war da total anders. Ja, wir waren wie ein Hai, der sein Opfer jagt und... ja, wir haben nur darauf gewartet, bis wir, ja, striken konnten. Kurz mein Handy wieder hinlegen. Wird das funktionieren? Ich werde diese drei spielen und dann bin ich draußen. Oh, 9, keiner, 8, 7, ich bin draußen. 5 und 5. Ich bin draußen. Ich werde die letzte legen und dann bin ich auch draußen. Ach, ich habe meine Chance vertan. Der Verlierer der ersten Runde war tatsächlich Mion, mit der hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt war ich mir sogar relativ sicher, dass ich heute gewinnen könnte, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, ey. Das habe ich bei diesem komischen Fangspiel mit den Zombies, habe ich auch gedacht, wir gewinnen, aber ja, war ja dann nichts, ne? Also, Mi-chan, zieh einen von den Notizen, okay? Okay, sie hat sich einen rausgezogen. Was? Wer hat das getan? Wer hat das hier geschrieben? Oh, ist es was Böses? Was ist es denn? Oh? Rina war genauso überrascht, als sie drauf gespickt hat. Was war denn da drauf geschrieben? War es eins von uns? Haben wir etwas Böses auch drauf geschrieben? Lol. Ich glaube, ich weiß, von wem das ist. Du sollst hier. Scheiße, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. Der die Schule leitet. Schuldirektor. Dankeschön. Ja, du sollst ihn hier so auf den Kopf. Und das ist hundertprozentig von Rika. Denn die, könnt ihr euch erinnern, die toucht jedem ja so komisch auf den Kopf. Tja, Mion. Hey, warte! Wie kann so etwas Böses sein? Keiji-san, verstehst du das etwa nicht? Ja, der Direktor, der ist, ja, der hat eine Glatze und der schämt sich auch dafür. Oh oh. Das ist voll gemein. Oh, wer war so gemein? Oh mein Gott. Aua. Oh, ich darf nicht so arg auf meine Nase kommen.
Genau. Ja, und der Schuldirektor ist auch ein Martial Arts Master. Also hier Karate Master, Meister. Okay, er ist früher, als er noch jung war, oft um die Welt gereist und hat halt seine Skills ein bisschen verbessert. Ja, er ist halt umgestiegen auf, hier zum Lehrer, nachdem er die schwache Leistung von, ja, halt hier, scheiße. Jetzt bin ich über meine eigenen Worte gestolpert, ey. Die Schulbildung ist halt in Japan sehr schlecht und deswegen hat er sich dafür halt eingesetzt, nach dem Krieg wohl bemerkt. Oh Mann. Okay. Als der Clubpräsident, es gibt nichts, was mich hier aufhalten könnte. Ich möchte ja kein schlechtes Vorbild sein, wenn ich hier das jetzt nicht annehme. Oh Gott. Oh ja! Hat sie geschrien. Ich mach das jetzt nicht nach. Sie ist halt jetzt aus dem Klassenzimmer raus. Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach hier rauszuschleichen und es zu versuchen, ohne irgendeinen großen Aufriss zu machen? Ja, das ist womöglich ziemlich unmöglich. Okay. Ich bin echt gespannt, ob sie es geschafft hat oder nicht. Oh!